Also ich hätte es ganz gerne, dass... Ist die Kiste voll? Krass. Ich hätte es ganz gerne, dass zwischendurch ja Magneten rausgenommen werden aus diesem Kreislauf und in eine Kiste gepackt. Dass ich, wenn ich privat Magnete brauche, dass ich dann nicht die selber craften muss. Aus den Platten hier hinten. Das wäre schon echt schnieke. Damit ich halt zwischendurch mehr, ne, Dinges bauen kann. Und Superconductor automatisieren wäre auch noch so eine Sache. Damit wir bei der Forschung weiterkommen. Wurde auch schon ein, zwei Mal vorgeschlagen. Gut, wie schaut es hier oben aus? Wir haben kein Kupfer. Das halte ich für ein Gerücht. Geh mal kurz nach da oben und hol Kupfer. Plus ein Superconductor, plus ein Superconductor, plus ein Capacitor. Das Crafting-Bonus-Zeug ist echt immer. Was ganz lustig wäre, wenn wir so in 300 Folgen am Ende der Staffel sind, dass, wenn wir die Rocket Defense bauen, dass wir dann da einen Bonus bekommen. Wir den zwei Rocket Defense haben. Das muss so ziemlich das teuerste Gebäude sein, das es gibt. Wobei das auch ruhig mal angepasst werden könnte an Ditec-Verhältnisse, was Ressourcenkosten angeht und so weiter. Also richtig High-End. Gut, ich bin zur falschen Lavalampe gelaufen, richtig? Richtig. Da wollte ich mehr Kupfer reinschmeißen. Kupfer, 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 Mushroom. Gut. Mehr davon. Und seht ihr, schon haben wir wieder keine Magnete. Brauche ich viel, 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 viel mehr von. Nom, 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 nom. Also ich könnte natürlich hier einfach eine Kiste hinmachen, die sich in Magnete rauskrallt. Aber dann habe ich... Dann sehe ich die Gefahr, dass sie hier hergestellt werden, hier weggegriffen werden und hier kommen nie welche an. Also müsste ich das Ärmchen irgendwo hier machen, also da zum Beispiel. Dass wenn die Magnete bei den Forschungsdingern einmal rum sind, dass es dann hier in der Kiste getan wird. Ja, das klingt sogar gar nicht mehr so schlecht. Brech mal kurz die fünfte ab. Bau ein grünes Ärmchen. Bau jetzt ein paar davon mal zur Abwechslung. Und ein paar stinknormale Rohre, weil ich die auch immer wieder brauche und nie habe. Und auch ruhig ein paar davon. Und ruhig ein paar Mauern. Ein paar Lasertürme. So, jetzt bist du eine Weile beschäftigt. Grünes Ärmchen? Grünes Ärmchen. Du hättest gerne. Da. Was war das? Carbon-Entangler. Minus 5% Pollution. In was? Hä? Ist das ein Modul? Okay. Du. Ne, mach ruhig eine Holzkiste. Eine Holzkiste voll mit Magneten reicht mir erstmal. Ja. So, wie schaut es hiermit aus? Davon hätte ich gerne noch ein paar. Mhm. Goodie. Du brauchst immer wieder Eisen. Das müsste theoretisch auch mal irgendwie hier verbessert werden. Wobei, du hast hier einen kleinen Vorrat. Ah, ist okay. So, noch irgendwas, was ich verbessern, verschlimmbessern oder was auch immer sollte. Stahl. Ja. Also ich bin jetzt ja fast versucht, weil es hier eine neue Staffel ist, der Flüssigmetallgeschichte eine Chance zu geben. Das Problem, was ich bei den Flüssigmetallen sehe, ist, dass eventuell nicht alle Metalle drin sind, weil es halt so viele neue Metalle sind. Und dass wir dann halt so eine Mischmasch haben. Das heißt, wir hätten dann Flüssigmetalle für die ganzen Ditec-Metalle und dann normale Schmelzanlagen für besonderes Zeug. Ich gucke einfach mal ganz kurz. Wie sah Flüssigmetallzeug aus? Ich glaube, das kam erst später, wenn wir die Schmelzöfen weiter hatten. Ja. Bei den Schmelzöfen? Ja, schon viel zu hoch. Kaffee. Ach, stimmt. Koffeintabletten. Die sollte man auch herstellen können und dann craftet man schneller. Ja, die hauen gut rein. Aber ich weiß noch gar nicht, wie ich Kaffeesamen herbekomme. Wahrscheinlich aus der Zentrifuge. Das heißt, wir hätten eine Kaffeeplantage und dröhnt uns immer zu, damit wir schneller craften können. Arme Kerl, der schläft schon gar nicht. Der braucht kein Koffein. Ne, sehe ich jetzt auf Anhieb nicht. Wir machen weiter. Ist okay. So, Spielercrafting ist auch ausgelastet. Wir haben gut viele neue Akkus gebaut. Sieht einer mit dem Strom aus? Was? Ach, die sind always on. Warum sind die always on? Ich habe die doch extra eingestellt hier bei... hier, die da. Das
Standard, Second Priority. Und das sind Primary Solar Panels. Oh. Stimmt, das sind keine Ditec Solar Panels. Da gibt's Primary und Secondary. Was sind Replicator Solar Panels? Sind die Primary, Secondary oder Tertiary? Gute Frage. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Also bräuchten wir vielleicht die Dreier Steam Engines. Ach Gott. Okay. Problematisch. So, hier wieder setzen, damit ich oben wieder was draufpappen kann. Das macht nämlich Spaß. Und dann knacken wir jetzt die 5-5. Waren wir überhaupt schon bei 5? Ja, waren wir. Okay. So. Normale oben raufsetzen tue ich. Oh, ein Roboter ist frei. Flieg. Raufsetzen tue ich jetzt nicht. Die 35, weil wir die eh nach und nach zu denen da machen. Was fehlt jetzt? Stahl. Mal wieder. Ja, ist okay. So, Lasertürme sind fertig. Bauen wir ein paar davon. Auf. Hier, ne? Dreier wollten wir überall haben. Hier sind schon drei und hier ist die Wand. ja. Construction Bots erforschen wäre ganz schick. Auch wenn sie langsam sind und auch wenn sie fast nichts machen. Aber damit halt solche Sachen zwischendurch mal repariert werden, weil ich ignoriere sowas vollkommen. Kein Bock hier mit diesen kleinen Mini-Repair-Packs rumzulaufen. Das können die Roboter gefälligst machen. Ihr seid immer noch im Weg. Ihr seid alt. Ah, nächster schöner Nebeneffekt von den Construction Bots. Wir kriegen dann ja auch Zugriff auf die roten Blueprints. Also ich glaube, die könnten wir jetzt schon erforschen. Ne, können wir anscheinend nicht. Ja, rote Blueprints, damit wir so eine Abreißarbeit nicht mehr selber machen können. Ist jetzt halt immer zwischendurch so eine Sache, die ich mache. Was nicht wirklich schlimm ist. Aber wenn wir jetzt später meinetwegen die Ölgeschichte neu machen oder die ganzen Fabriken umsetzen und so weiter, da wäre es schon ganz praktisch, wenn die Roboter das machen. Und wenn ich einen Teil der Fabrikanlage vorher als blaues Blueprint abspeichern kann, um es dann nicht alles selber aufzubauen. Das hätte schon was. So, hier oben werden immer noch die hergestellt. Oh, her damit. Du brauchst mal wieder Kupfer. Und du hast mehr als genug Holz. Ja, gut, die. Smog wollten wir im Auge behalten. Die Basis schnüffelt nicht mehr. Die da... bin ich mir nicht ganz sicher. Das Feld da blinkt ab und an mal. Das da nicht. Die hier ja, das da nicht. Also ich glaube, wenn wir noch zwei von diesen Fettmaisdingern aufstellen würden, würde keine Basis mehr schnüffeln. Ah, das ist krank. Stell dir vor, wir würden davon 20 oder so aufbauen, dann hätten wir gar keinen Smog mehr. Aber gut. Man muss auch mal bedenken, wir produzieren auch noch nicht so viel Smog. Also verglichen mit dem Ende der letzten Staffel zum Beispiel. Das ist jetzt ein Witz, was wir herstellen. Das wird später immer, immer mehr. Vor allem, wenn wir auch mit den Modulen anfangen. Oh, wir haben auch keine Kohle hier mehr. Ja, yeah, ich merke schon. Ich müsste jetzt mal einen Kohle-Run machen. Inventar ist total zugemüllt. Ach. Haben wir schon gelbe Kisten? Nein. Okay, wo sind meine Aussortierkisten? Mit Zeug, das wir irgendwann vielleicht auch nochmal irgendwie brauchen und nicht recyceln wollen. Nur ist fast voll. Du brauchst eine neue Kiste daneben. So, da reinkommt. Vielleicht später, vielleicht später, vielleicht später. Obwohl, warte, wir machen es mal. Wie ging das? Steuerung? Wow, bist du klein. Steuerung. So, das. Den Rest brauche ich echt fast gar nicht. Krass. Du rein. Gut. Und jetzt holen wir eine ganze Inventarladung voll Kohle und verteilen die auf die verschiedenen Sachen. Ich darf auf keinen Fall das Plastik vergessen. Was? Ich hätte damit gerechnet, dass mein Inventar platzt. Und dass wir mehrmals laufen müssen. Das ist richtig mau, Jungs. Setz dich mal dahin. Und hier nochmal einen hin. Und dann ist hier fast alles abgedeckt. Aber der Ertrag ist halt teilweise recht dürftig.
Hier von den ganz alten nur 4,2, 6, 5. Der hier bringt jetzt viel, weil die Dinger hier noch relativ frisch sind. Aber das ist unser Ertrag hier soweit. Können später knapp werden. Aber wir haben da noch gute Kohlefelder. Wir werden eh, also ne, später, so, keine Ahnung, 100 Folgen von jetzt an, wird die Nordmauer irgendwo hier oben sein. Und wir werden das komplett rübergezogen bis hier. Damit wir richtig schön viel Platz haben für die ganzen Untermods und Experimentierecken und Riesenlavalampen und zigtausend von Robotern beflogenen Fabriken, die alles herstellen. Sogar Zahnstocher. Ja, das klingt gut. So, du musst durchgehen arbeiten. Gib mir mehr Blautränke. Oh, die anderen Blautränke haben wir auch weggetan. Die sollte ich mal oben reinschmeißen. Und den könnten wir gleich. Jetzt haben wir kurz Forschung. MK2 Logistikbots. Wo seid ihr? Brauchen wir nicht erst MK1? Aluminium. Wenn ich jetzt... Also jetzt habe ich ja nur eine Handvoll Roboter. Also ich glaube 10 oder so, keine Ahnung. Wenn wir jetzt gleich auf MK2 gehen, dann habe ich später nicht das Gewusel mit dem Raussuchen. Und die brauchen nur grüne Tränke zum Erforschen. Und die Herstellung ist auch nicht sehr teuer. Die Aluminiumplatten, habe ich keine Ahnung, wo die herkommen. Das könnte ein Problem werden. Aluminium? Aus Aluminar und Carbon. Und Aluminar ist Sodiumhydroxid und Bauxit. Sodiumhydroxid ist ein Nebenprodukt bei irgendeiner Salzgeschichte. Da unten. Warum kann ich da nicht durchgehen? Das ist ein Untergrundrohr, da muss man rumgehen können. Egal. Bei der Herstellung von... Salz, Wasser, Elektrolyse. Also bei der Splitten. Da haben wir hier das ganze Zeug. Und das zusammen mit Bauxit. Bauxit war... Ich muss schon wieder an Minecraft denken. Es war ein rötliches Erz. Und es kam recht häufig vor. Also ist so die Frage, ob das in Minecraft auch realistisch gemacht wurde. Damals beim Industrial Mod oder wie der hieß. Industrial Craft. Weil hier wäre es mir so nicht aufgefallen. Haben wir irgendwas Bauxitartiges? Ardite Ore, Gold, Tungsten, Zink. Oder müssen wir Bauxit irgendwie gewinnen aus einem anderen Grundstoff? Was bist du? Lithium Processing. Aluminar. Bob Plates, Bauxit. Ja, wo kommt Bauxit her? Raketen? Säureraketen, Giftraketen, oh Gott. Ich muss mal gucken, es wird bestimmt irgendwo bei diesen komischen Fabriken sein. Die da. Ich habe jetzt schon ein Scrollfenster. Oh Gott. Ja, bei den Fabriken hier. Die machen die ganzen Bob-Chemikalien-Sachen. Die komplizierten Sachen. Wo man im Unterricht aufgepasst haben muss und so. Was wollte ich jetzt? Ich wollte meine blauen Tränke abholen und die schon mal oben irgendwo einsortieren. Müssten doch irgendwo hier sein. Genau, gib mir die her. Rest kann hier bleiben. Das ist mir Wayne. Ich habe die Kohle gar nicht ausgetragen. Ah, deswegen bin ich doch losgelaufen. Go, 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 go. Also Plastik war das eine. Plastik. Das sind Zäpfchen. Sieht auch aus wie Plastik, aber nein. Da hinten. Gott verdammt. So, du kriegst mal 4 Stacks, reichen mal in Plastik eine Weile. Das ist eh hier ziemlich voll. Ja. Noch irgendwas, was Kohle braucht? Jetzt brauchst du nur Schweröl. Du brauchst das direkt hier unten. Das da. Deswegen sind wir überhaupt erst losgegangen. Hast du eine Kiste in der Nähe? Nee. Gib mal eine Kiste dahin. Bau. Was? Nicht ernsthaft.
kein Zeug, gar nichts. Gib mir. Was? Hier ist kein Eisen. Puh. Da, Holzkiste. Verdammt nochmal. Da. So, zwei Stack Kohle, damit es auch durchgehend läuft. Okay. Restliche Kohle zu den Steam Engines. Warum sehe ich hier keine Batterien langhuschen? Keine Eisenplatten. Mist. So. Du hast auch bald keine Eisenplatten mehr. Nur am Rumklauen von Eisen. So. Go. Ja. Wobei es hier gut aussieht. Kisten hinten haben noch was. Haben jetzt ein bisschen mehr. Blöcke sind einmal komplett durch. Ich stau die trotzdem mal. Indem ich einfach keinen Strom habe. Hör auf, mich zu bewegen, doofes Fließband. Du stehst falsch. Besser? Ja. Genau, einfach da rein, da raus. So wird jetzt alles, was sich hier auf dem Fließband staut, in die Kiste gepackt. Und wenn irgendwann von hinten nichts mehr kommt, wird es aus der Kiste rausgenommen. Das heißt, sie sind durchgehend versorgt. Wie ist die Hitze? Hitze ist gut. Aber die Arbeit noch nicht mit 100% Performance. 5,6 Gigajoule. Ja, sehr schön, sehr schön.